Da! Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Mario 64 Online mit Mario, Jake und Rico. Hallo! Hallo! Hi! Immer schön in die Kamera gucken, zusammen schaffen wir es aufs Titelblatt. Na gut. Okay, wir haben ein Problem und zwar, mir ist aufgefallen, dass wir in der Wüstenwelt im Keller die 100 Münzen nicht gemacht haben. Ich würde sagen, komm, Rico hat das so oft gemacht, dann mache ich das jetzt mal. Ja. Das ist sehr lieb von dir. Ja, okay. Ich hole mal den Labyrinth, den Dingstern, ne? Oder hat denn jemand den, Welchen meinst du? Man hat schon den Rutschenstern, ekligen. Ja, meine ich ja, wollte ich gerade sagen. Der Rutschenstern ist schon weg. Ja, den habe ich, glaube ich, in einem der letzten Parts geholt, tatsächlich. Das ist der einzige. Also, da bin ich schon, also, wollte den coolen Trick anwenden, wollte mal zuschauen, was Peter macht. Ja, den wollt ihr auch zeigen? Ja. Yoshi macht jetzt den ich machen wollte, egal. Rico, beschwer dich mal nicht, du hast die ganzen Touchsterne geholt, du Sau. Nee, nur einen. Der eine hat doch Mario geholt. Der eine habe ich geholt. Achso, okay. Hast du gemerkt, du hast geguckt, hast du etwa gestalkt. Ich dachte zwar, dass ich den hatte, aber da kam kein Stern raus. Richtig. Hätte ich mir das ja sagen können. Ich habe ja irgendwie gesehen gehabt, dass wir... Also als ich hier in dieser Folge war, als ich quasi in der Wüste gewesen bin, da war ja auch noch, glaube ich, jemand dort drin und hat irgendwie auch versucht, 100 Münzen zu holen. Ich weiß, dass jemand da drin war. Ich weiß nicht, ob es Jake das war oder... Auf jeden Fall hat irgendwie auch noch probiert, die 100 Münzen in Rico oder zu nicht? Holen. Entweder Rico oder Jake, irgendwie so. Ist er da nicht zu früh in die Pyramide gegangen? Ich war in der Wüstenwelt da, dass ich da... Du warst nicht warst du nicht in der Wüstenwelt drin? Doch, ich war drin, aber ich meine nicht, dass ich da Münzen gesammelt habe. Okay, wann habe ich das falsch verstanden? War nicht einmal da drin. Den mit den roten Münzen haben wir ja, dann hätte man das ja eigentlich dann ja... Naja. ...optimalerweise ja zusammen machen können eigentlich, weil ich kann mich jetzt, wie gesagt, nicht dran erinnern, aber... Ja. Na egal, dann mache ich das halt eben jetzt und wenn ich die 100 Münzen habe, ist die Folge vorbei. Na gut. Und ich denke mal, im Fliegenpilz wollt ihr die nicht einsammeln, ne? Weil ich bin jetzt gerade dabei, die ersten Münzen zu sammeln. Ah, das ist aber sehr. Ich habe gehofft, dass irgendjemand da vorher schon sagt. Also, wir müssen das echt mal auswürfeln oder so. Ja. Ich meine, ich habe sie letztens erst in Atlantis Aquaria geholt. Ich bin raus. Ich habe sie ja im Schneemann geholt, aber jetzt bin ich schon sowieso dabei, deswegen kann ich es jetzt auch machen. Ich snack mir die ganzen freien Sterne hier bei Fliegenpilz. Okay, was fehlt denn dann da noch? Oben noch welche? Dafür oben. Okay, den machst du aber gerade, oder? Das ist etwas unschön mit seinem Flatterflug da auf diesen Pilz-Snack-Sack zu landen. Soll mal reingehen? Dankeschön. Was fehlt denn dann noch im Fliegenpilz-Fiasko? Oben auch noch einer, oder? Ich hab sonst alle beide oben. Der Affe ist noch oben, den mache ich jetzt. Dann habe ich drei oben. Der Affe. Bist du denn schon beim Rote Affen? Rote Münzen fehlen noch. Die macht man ja dann eh mit den 100 Münzen. Ja, dabei. Rico, du als Experte, mit wie vielen Münzen kann ich in die Pyramide gehen? Mit besten Fall 70. Okay, aber besten Fall aber auch ein bisschen mehr als 70. Ja. Okay. Weil da ist der blaue Schalter ja auch noch in der Pyramide. Ja, das sind 15. Ja. Und da musst du auch erstmal alle bekommen wegen dem Treibsand. Dieser Scheißaffe, Alter. Oh mein Gott. Alter, mit seinem nackten Arsch. Wenn du dich nicht beeilst, ach schade. Da läufst du mit den Affen herum. Oh, aber der macht ja das Tor auf, ne? Vielleicht kann ich den auch vorher dazwischen snacken. Ja, bei dir aber nicht. Soll ich denn hier draußen 170 Münzen holen? Wie es so viele Münzen gibt. Die Pokis. Oh, da war ein Stern! Ja. Da gibt's noch diesen. Diesen Sprungkasten. Bomben runter, ach du meine Güte. Dann geh ich ins Eislevel. Oder mein Gumba. War da nicht schon alles sogar? Ja, Eislevel haben wir. Echt? Gumba, Gumba. Gulliver Gumba. Blödes Drecksvieh. Boah, ich hasse dich. Was sagt man nicht? Du bist böse. Ja, genau. Was hast du gesagt? Scheißvieh? Nee, Drecksvieh. Achso, ja, so ein Drecksvieh macht man. Ja. Kommt her, Piranha-Pflanzen. Ich kann da nicht aus dem Wasser springen, wenn ich so dick bin. Rico, sind doch auf dieser Plattform, wo die ganzen, Würfel sich rumbewegen. Sind da auch normale Münzen oder sind da nur die roten? Oder ist da nur diese eine rote Münze? Sag ich dir nicht. Sag ich dir nicht. Ich hilfsbereit. Was ist du jetzt von mir, hä?
Ja, das war echt so. Missbraucht für Infos. So, war, den Piranha-Stern habe ich schon mal. Das war nochmal die Frage. Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Gute Frage, nächste Frage. Gute Frage, nächste Frage. Ja, 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 ja. Also, ja. Ja, bist du okay? Das beschäftigt mich. Nein! Oh Gott! Autsch! Er ist in den Treibsand gefallen. Nein! Also. Das war ich eigentlich schon, aber dann irgendwie doch nicht. Jake, was für einen Stern hast du gerade geholt? Was denn? Ah ne, Jake holte die Hunde mit Rico, was für einen Stern hast du geholt? Den oben in der Box. Ah, okay. Jetzt mach ich Koopa, den Figger. Oh. Ja. Nee. Oh fuck. Ich wurde vom Fisch gegessen. Schön. Schön. Ah nein! Mama ich sammle mein ganzes Leben lang Fische. Wie viel hast du jetzt? Ach, zwei. Fünf. Ach, da geht's gar nicht rein. Alter Mann! Nein! Haschimene. Maschala! Maschala! Was? Wie bitte? Du kannst die roten Münzen machen in der Höhle. Ja, die mache ich meinetwegen. Weil du sammelst ja gerade ganz schön schnell die Sterne ein, ne? Nein. Dann schon mal die roten. Ich doch nicht. Ja, gut, muss mal ein bisschen aufholen hier, so, ne? Nach den 100 Münzen Action. Ja. Ich denke auch sowieso, wir brauchen alle höchstens jetzt noch irgendwie zwei, maximal drei Parts. Ja. Dann durch. Das wäre schon beinahe wieder ins Auge gegangen. Alter Schwede. Komm schon, Peach. Mach jetzt einen Doppelwandsprung. Du dumme Schlampe. Schlampehausen. Nein, ich habe die Bitte. Oh mein Gott, was ist das? Oh. Warum macht die keinen doppelten Wandsprung? Kann die das nicht? Tschüss. Also wenn sie keinen doppelten kann, sollte sie es als Barkeeper vielleicht sein lassen. Ja, ne? Und das ist nicht mein Standard. Alter, das kann auch so. Ja. Aber was scheiße. Na, ich aber. Vielleicht können die sich auch so festhalten. Ich glaube, Jake wird übelste Probleme bei Tic-Tac-Trauma haben mit Yoshi. Ja. Aber da kann man ja keine Wandsprünge machen. Ja, muss jo, halt alles auf demselben. Wie ist denn der Boost, wenn du den Jump machst mit Yoshi? Ist die dumm oder? Normal, würde ich jetzt sagen. Also, du kommst halt schon. Doppelt so hoch, wie du springst, so im Grunde genommen, ne? Ja. Okay. Peach ist dafür zu dumm. Kommt ja auf jeden Fall deutlich weiter, auf jeden Fall. Aha. Ey, ich hab keine Münzen mehr. Ich habe jetzt 70 Münzen hier in der Wüstenwelt. Und es gibt hier vielleicht noch ein paar Scheigers, aber die sind mir deutlich zu weit oder zu nah am Treibsand. Da habe ich keinen Bock drauf. Mit Mario würde ich mich das trauen, aber. Todd. Kannst du knicken. Ja, ich wollte schon was sagen hier. Also langsam wird es bei mir auch eng mit den Münzen, aber hier gibt es ja noch die Rutsche zumindest. Ja. Ich habe echt Glück, ne? Heute. Oh, ich lebe noch. Oh, Rico, Gott. Bist du sicher, ja, dass ich mit 70 Münzen da rein kann? Ja, das sind noch 15 Münzen kriegst du von den blauen Münzen. Die kriegst du sehr easy. Okay. Die kriegst du auf jeden Fall. Dann sind da noch Beispiel Münzringe an dem Gitter. Einer zumindest. Okay, und dann gibt es noch bei dem anderen rumhangeln, gibt es auch noch einen. Ja. Ja, 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 da, mit 70 bist du sicher. Darf ich die Blaumünz aber nicht verkacken, weil dann ist es, glaube ich, vorbei. Ja, gut. Das weiß ich nicht genau. Hä, was ist der Stern? Ja. Waren die Blaumünz nicht auf so einer Plattform? Ja, ne? Ja, die waren auf einer Plattform da. Genau, so an Treibsand. Ja. Okay, ich kann mal so dumm für die Welt. Boah, Alter. Nein, 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 nein! Hui. Ja. Ui. Ab mit den Arsch verbrannt. Boah. Ja. Ei. Meine Sternquote wird diesen Part echt scheiße. Meine auch. Meine nicht. Meine kommt drauf an, wie ich mich jetzt hier noch bei dieser Rutsche schlage. Wobei, das könnte auch gefährlich werden, sehe ich gerade, wenn der Stern auf der Rutsche kommt. Ich gehe in ein anderes Level, Rico. Verpiss dich. Du kannst noch den Wickler machen. Mir egal. Dann mach ich die 100 Münzen. Nee, der mach ich lieber aus. Na, okay, meinetwegen. Dann mach ich den Wickler. Wie geht das nochmal? Gott. Du musst irgendwie von oben da rein, ne? Ups, falsch. Ja, du musst erst groß sein, dann oben drauf stampfen und dann kannst du. Ah ja, genau. Jetzt krieg ich den Stern. Ach Gott.
Yes, hurra! Okay, sehr gut. Oh mein Gott, ich glaube, okay, ich werde gefressen. Ich wurde gefressen. Nein. Mal gucken, wer den 100 Sternen, 100 Münzen zuerst bekommt. Den 100, 100, den 100. Stern. Genau, den meine ich. Was jetzt? Ich will ihn haben, aber... Machst du jetzt auch bei Gulliver Gumba? Oder wo? Ja. Okay, es sieht gut aus, ich könnte ihn kriegen. Achso. Bist du denn? Ja, er hat ihn. Gerade. Ach du dumme Sau! Jetzt nein! Aus meinem großen Gumba kam eine Mütze. So, mal gucken, wo ich mich jetzt hier in diesem Reißschlussverfahren des Todes einordnen kann. So. Wiggler, du kleines geiles Ding. Okay, es gibt noch einen Stern bei Flugpilzfiasko. Wird der gerade geholt? Ja, den hole ich gerade. Das ist der 100-Münzen-Stern. Beziehungsweise den roten Münzen-Stern. Den habe ich genau jetzt. Ich wollte mich gerade sagen, 100 Münzen sind da eigentlich schon. Ja. Peach! Mach eine Stampfattacke. Also, was holt ihr gerade für Sterne bei Gulliver Gumba? Da ist auch schon alles ausgebucht. Na dann, ab nach oben. Obwohl, du kannst 100 Münzen machen, wenn du willst. Nee, im Moment mach ich ja gerade, bin ich dumm. Voll vergessen, was ich eigentlich hier mache. Ich denk mal, den Toad habt ihr ja schon geholt, ne? Ja, ich hab den Rico schon geholt. Ja. Ja, da hat er schon geholt, das Schwein hier. Dann fehlt dir eigentlich nur noch mal in die Regenbogenwelt, genau. Weil ich denk mal, ich bin da doch mit der falsch in der Dickzackwelt. Ja, stimmt, die Regenbogenwelt, die kann für dich eigentlich ganz gut sein. Ja. Schlatterflug. Bruder! Mann! Wiggler, los, komm schon, lass uns ein bisschen wiggeln. Wiggle dein Speck. Wiggle. Na, wie geht's dir? Gut, danke der Nachfrage. Ja gut, dann mache ich als easy jetzt Zickzack-Zauber, was ist los? Ich glaube echt, dass wir sehr gut vorankommen werden, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich habe wirklich noch alles Zeitpart und wir sind bei Bosa. Bosa. Gib mir den Stern. Danke sehr. Lol. Wenn erstmal ganz unter uns Gelehrten so. Ja. Wenn Bowser ein Deutschlehrer wäre, würde er uns dann Bosa-Texte schreiben lassen? Ja, würde er. Also ich hoffe, das hat man jetzt. Soll ich's nein, erklären? Nein, hat man nicht verstanden. Du dumme Sau. Verstehe ich nicht. Bin zu blöd. Ja. Prosa-Texte, Bosa-Texte. Halt einfach deine Fresse. Ja. Der Wohlgebieter. Ja, gut, ist fast leer. Alter, wenn ich jetzt hier vom Fisch gefressen werde, raste ich aus. Aua. Ungefähr so. Ja, Peach, du bist leider... Oh, das könnte interessant werden, wenn hier die Spieler an verschiedenen Uhrzeiten ins Level gehen. Ja, das könnte lustig aussehen. Ich bin gerade zur Vorderstunde reingegangen und Peach glaube ich nicht. Ich bin einfach mittendrin irgendwann reingegangen. Ja, meine ich nämlich. Entweder es bleibt, man sieht halt das nur, dass es dann halt so ist, wie man selber reingeht, oder es ändert sich tatsächlich dann, wenn jemand Neues reingeht. Na, das glaube ich jetzt nicht, also ich glaube, es ist dann wohl so echt so, dass... Was mach ich hier? 69 Münzen, ha! Weg da, du dumme Sau! Nein, du mieses Schwein! Du kannst den unteren Stern da holen. Okay, meinetwegen. An Geräusche heute, aber... Here we go! Ich mache hier echt heikle Sachen manchmal. Ja, was könnte wieder das eintreten, dass die verschiedenen Spieler dann... andere Wege laufen müssen, während man halt selber einen anderen Weg läuft und... Die Sache, also die ganzen Objekte bewegen sich, während derjenige, der halt... Ja? Also wenn jetzt quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel... zu voller Stunde ins Level gehe... Ja. Na! Dann steht ja alles still. Wenn du bist jetzt reingelaufen und es stimmt halt nicht alles still bei dir, ne? Ne, es ist jetzt schneller. Genau. Oh mein Gott! Das sieht so behindert aus. Oh, Alter. Jetzt bin ich mal fein raus hier gekommen, ey. Worauf ich hinaus will, da sieht man halt allerhöchstens, dass der Spieler, bei dem sich alles bewegt. Du hast mich runtergestoßen! Oh, das tut mir aber leid für dich. Du bist einfach auf meinen Kopf gelaufen, während ich mich festgehalten habe. Zumindest bei mir. Sorry. Fick dich. Komm da nicht hoch!
Wohin willst du denn? Ja, nach oben. Das nicht. Mann, okay. Ich bin so ein Arschvieh. Ich komm da auch das nicht stimmt. Oh, Peach, die fliegt zum 10.000. Mal runter. Hä, wie komme ich jetzt da hoch? Kann mir das jemand mal erzählen? Danke. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass einfach derjenige dann halt bei dem anderen Spieler anders angezeigt wird, weil der... Naja, der schwebt dann, oder? Ja, genau. Der schwebt dann und ja. Mein Gott! Übrigens, boah. Wir haben hier auch Version 1.3, also Rico, du bist ja so der Patch-Note-Informant. Oh. Hau mal raus, was gibt's in 1.3 Neues? Damit wir es nämlich alle in den Titel schreiben können. Ja, genau. Es gibt voll neue Sachen, zum Beispiel, man kann jetzt in-game die Charaktere wechseln. Wow. Oh mein Gott! Und man hat jetzt sogar in-game-Namen, das kannst du ja auch mal präsentieren. Ich kann das hier zum Beispiel machen. Moment. Ich glaube, ich weiß, was mich erwartet. Warte. Der war witzig, ich weiß. Hab mir mein Bestes gegeben. Das editieren wir alles in unseren Videos um. Ja, das kann ich natürlich tun. Als jemand, der das hier nicht rendert. LOL HD. Boah, ich bin momentan zu kacke, um hier ein Tic-Tac-Trauma voranzukommen hier. Seid ihr immer noch versucht, nach oben zu gehen? Ich den einen Stern an der Dingens habe ich geholt. Also ich was machst du gerade so? Ich versuche die Peach will nicht zurückspringen, weißt du? Also jetzt. So, 100 Münzen sind gesammelt. Kein Schweinchen. Nice. Jawohl. Da würde ich auch sagen, machen wir auch gleich dann Feierabend. Ich weiß nicht, wie es so aussieht. Ja, ich versuche noch schnell jetzt noch zu den Schiff dazu hochzuschweben. Ja. Feierabend, wie das duftet. Oh, Peach, du dumme Schlampe! Deftig, deftig wird sich gut. Also die Wurstzick, die riecht aber echt geil, das muss ich zugeben. Ja. Ich glaube, ich werde erkältet. Ich auch. So, was macht ihr jetzt alle? Ich muss wieder ins Level zurück, weil Rainbow ich Road, nicht hab. Habt ihr schon dieses andere Wolkenlevel da gemacht? Das kannst du machen. Du rumfliegen, du Sau. Das würde sich eigentlich für mich empfehlen, weil Todd ja ständig einen Höhenboost bekommt. Ja, er steigt ja ständig auf. Was soll ich sagen? Er steigt auf wie Bundesligisten. Ja, voll Fly am Beam und so. Ja, von der Neistigkeit her. So. Ich hab Angst, dass ich mit der Kanone... Ach Mann, ey, das ist eine Scheiße! Ja, ich bin zu schlecht, weißt du, das liegt nur daran, dass wir so früh aufnehmen. Ja. Ja, ich meine, heute am 24. September musst du auch was kommen. Naja. Ich bin morgens einfach noch nicht gut. Ja, das kann nur wirklich gut sein, Mario. Naja. Ja gut. Ja, und wie sieht's aus, was macht ihr gerade so? Ich versuche nach oben in Tic-Tac-Trauma zu kommen. Eigentlich bin ich immer noch am Schiff, aber langsam, glaube ich, wird das nichts mehr. Ja, gehe ich auch noch ins Level rein. Ja, ich glaube, einmal versuche ich es noch, wenn es dann nicht klappt, dann... Nächsten Part. Dann komme ich da hoch. Oh, toll, jetzt bricht sich Kackwo wieder. Da jetzt... Oh, da ist ein Pilz drin. Da. Sag euch, das liegt daran, weil Top andere Fähigkeiten. Der ist irgendwie, der steuert sich anders als Mario. Ich denke, wenn ich irgendwann wieder Mario spiele, bin ich voll aus der Übung, weil ich halt die ganze Zeit mit Top gespielt habe. Warum ist die dumme Spitz nicht geflogen? Ich hab's gerade gesehen. Ach wirklich, bin ich das? Du kannst doch schweben, was machst du denn für Palaver? Die ist nicht geflogen! Weißt du, ich springe so selbstsicher, dass sie gleich schwebt und dann fliegt sie runter. Also, du willst damit sagen. Ja, dass, sie hat ihre Tage. Ihr Blut war zu schwer. Ihr Blut war leer gepumpt. Ja. Aber runterfliegen kannst du auch ein Lied von singen, oder? Ja! Hätte ich gerade noch so aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, oh nein, ich bin auch runtergeflogen. Ich kann ein Lied von singen. Mein Gott, ich krieg das hier nicht gebacken. Ich glaube, Rico hat einfach 10 Sterne geholt in diesem Part und wir so 2 oder so. Ich glaube, ich fall in den Graben. Oder 3. Da sind die Raben. Ne, ich bin jetzt wieder am Schlosssee, weil ich zu fett bin für das Level. Kann das nicht machen. Dann lass mich das am besten machen mit der Kappe.
Ich hab keinen Bock da drauf, aber... Ja, auch nicht. Kanone ist geöffnet. Peach, mach, was ich dir sage. Ich meine, das ist halt auch so der Grund, warum ich kaum 120 Sterne Races mache, sondern 70. Weil ich mir die besten Sterne aussuchen kann. Naja. Hallo Peach, ich sehe dich. Hi. Du hast mich gar nicht gesehen. Ich weiß. Naja. Ah, okay. Tic-Tac-Trauma, wie viel haben wir jetzt hier? Wir haben immer noch keinen einzigen Stern geholt, Kai und ich. Doch, jetzt, seitdem. Ja, aber seitdem Rico weg ist, haben wir keinen mehr geholt. Ja. Ja, aber auch schon mal in Level 3. Rein. Weiß ich gar nicht so genau. Bruder! Fuck! 12 Uhr. Aua, ich bin tot. Na, eigentlich 3 Uhr. So. Das ist ein Stern geholt, Kai? Stern. Und dann weiß ich nicht. Habt ihr schon die roten Münzen? Nö. Na, mal geht die jetzt. So, Stern ist geholt. Wie sieht's aus? Ich bin in maximal einer Minute da beim Stern. Ja, ich versuche auch nur noch. Entweder ich gehe Game Over oder. Ja. Was? Ja, ohne Witz. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ob ich da noch Münzen habe? Mach ich auch 100 Münzen. Habt ihr schon 100 Münzen? Nö, ne? Nein, natürlich nicht. Du machst die 100 Münzen. Nicht mehr in dem Part. Echt jetzt? Ja. Ja. Oh, no, no, no. Wenn, dann schaffst du vielleicht was in 2 Minuten schaffst, aber sonst würde ich was anderes machen. Na, Also ich war jetzt hier vor dem Kappenfluglevel. Okay. Ich habe jetzt die 100 roten Münzen, meine ich. Ja, ja. Oh Gott, ja, war das knapp, ey. Alter Schwede. Mann, jetzt geh doch da hoch, Alter. Sonst dreh ich dir persönlich in den Arsch, du Fettsack, Mann. So was sagt man nicht, das ist gemein. Ja, du Schwein. Lass das sein. Oh nein. Jetzt hau ich dir gleich noch eine rein. Fein. So, 111. Wuhu. Runde Zahl. Peach, dumme Schlampe. Ja, im nächsten Part sind wir fertig, ne? Naja. Rico, miau in real life. Du bist aber auch immer mit der echte oder der Katzen-Retweeter, ne? Hi. Ja, ohne Witz. So. Weißt du, dass ein Hamster liegt in so einem Kinderbett? Gib mir den Hamster! Oh, Nintendo ist heute 128 Jahre alt geworden. Da mal bitte in den Kommentaren einen herzlichen Glückwunsch an Nintendo. Ja. Genau. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Wer hat nochmal Geburtstag? Marmelade im Schuh. Okay, ich bin tot. Wir lassen's für diesen Part. Gut. Randale! Ah. Aua. Oh! Und Schluss. Na gut, Jungs, Mädels, dann würde ich sagen, sind wir heute raus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Hauen Sie rein und bye. Bye-bye!